Hallo Freunde, so heute mal ein kleines neues Video und zwar eine Sache, die mir am Herzen liegt und Vorsicht, ich nehme mal das Mikrofon hier schön her, so, na, wollen wir mal eine kleine Katze in die Kamera halten? Futterspenden sind gerne willkommen, wir nehmen aber auch Katzenstreu. Ja, sie ist sehr unternehmungsfreudig. Du kannst ja mal durch die Kamera schauen, ob die Vizi drauf ist. Super. Kannst du was sagen? Die Tochter ist ein bisschen schüchtern. So, die müssen wir lieber wieder runter. So, sie wird massiv beschmust von Mama und von ihr oder von allen. Das ist die einzigste, die übrig geblieben ist. Oder sagen wir mal so, ich habe bloß eine gefunden im Nest. Die andere, vielleicht hat sie bloß eine gekriegt. So. Okay, und zwar eine Sache, die mir am Herzen liegt. So, und zwar ein Geschenk haben wir vorbereitet für einen Arbeitskollegen. Ihr kennt das aus dem uralten Video. Der Kollege wird das hier unten nochmal verlinken, wo ich das Ding in aller Ruhe vorgestellt habe. Also, wir haben hier einen Spruch eingraviert. Das werdet ihr von da hinten nicht sehen. Die Kamera kommt gleich noch mal ein bisschen näher ran. Und zwar geht es einfach um ein Hochzeitsgeschenk. Ist ein bisschen komisch, aber er ist Wikinger-Fan. Total. Und da habe ich ihn gefragt, ob er denn sich über sowas freuen täte. Wir haben unsere Videos gemacht und da könnte ich das Ding ja weiter verschenken. Wie es einige Zuschauer gemerkt haben, wer hier was für einen Kanal tut und mal was Großes spendet oder so oder mal ein Päckchen schickt, bekommt als Antwort ein, wie soll man das nennen, ein Messer und als Kanalunterstützer sind ja genügend da und was soll ich mit so vielen. So, die Sache war nämlich die gewesen, dass in der Firma eine Sammlung veranstaltet wurde und immer wenn Lohntag war, habe ich es vergessen und wenn ich es wusste, war kein Lohntag und deswegen, die meisten haben so ein 10er ergeben, ein 5er oder ein 20 und dann macht man so eine Sammlung unter Arbeitskollegen und überreicht dann so ein Briefchen. Er hat sich sehr gefreut. Und da hatte ich so leichte Schuldgefühle, weil ja bestimmt auch ein bisschen von dem netten Kollegen gelästert wurde, dass der Hanjo nicht mit auf der Karte stand. Habe ich mir gedacht, schenke ich doch mal etwas, was er garantiert jahrelang an der Wand hängen haben wird. Als Familienpapa gibt man dafür eigentlich kein Geld mehr aus. Andere Sachen sind immer wichtiger. Und der hat sich wirklich barbarisch gefreut. Wir holen mal kurz die Kamera ein bisschen näher ran. Ich sag doch mal was dazu. Und da ist das Video auch schon fertig. So, Freunde, weiter geht's. Ja, die Pausentaste hat natürlich nicht funktioniert. Unterwegs ist mir das Ding wieder zweimal runtergefallen. Deswegen wurde jetzt mal schnell improvisiert. So, und zwar hat das der Kumpel Luzi graviert. Und hier haben wir drauf geschrieben, ihr seht es jetzt, Glück. Oh, ich kann es durch die Kamera nicht sehen. Meine Augen machen nicht mehr mit. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das passt, glaube ich, gut zu so einer Eheschließung, die ein wichtiger Schritt im Leben ist. Die Schrift selber wird durch Ablagerung noch dunkler, also sprich Dreck, durch Anfassen. Dadurch wird dann die Schrift dunkler, habe ich schon erklärt, aber ist halt so. Luzi hat das auch nochmal scharf geschliffen und überarbeitet und dann wird sich der Kollege, glaube ich, sehr freuen darüber. So, und hier ist auch noch mal was drauf geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Müsst ihr mal irgendwie auf Standbild drücken. Zur Hochzeit von Bauhelfer müssen zusammenhalten, weil ich offiziell in der Firma, wo es als Bauhelfer eingestellt ist, er auch, aber er ist eigentlich ausgelernter Maurer und ich habe auch einen Beruf gelernt oder mehrere und das tut aber hier nichts zur Sache. Ich bin aber auch ganz zufrieden damit, weil ich verdiene dort heutzutage als Bauhelfer mehr wie anderswo als Facharbeiter. Ist wirklich so auf dem Bau. Leute werden gesucht wie Sand am Meer, ihr wisst. Okay, das wollte ich bloß mal so schön zeigen, dass ich das jetzt verpacke, ein bisschen einwickle und dann überreichen werde. Und ich glaube, das ist eine feine Sache, die man sich für viele Jahre als Fan an Event hängen kann. Das ist hier so eine, wie sagt man, so eine Kunsthandwerksarbeit. Ich glaube, das war Polen gewesen damals. Wie gesagt, das alte Video wird hier unten mal verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal in aller Ruhe anschauen, wo ich was dazu erzähle. Ist auch schon jahrelang her. Jedenfalls hat sich hier jemand viel Mühe gegeben, das zu verlöten.
mit den kleinen Kringeln hier drauf, authentisch aus dem Museum nachgebaut. Ist vielleicht nicht original Wikingerzeit, sondern davor. Aber das tut, glaube ich, auch nichts zur Sache. So, hier wollte ich bloß zeigen, das klebte hinten dran, das hat es vorhin so geraschelt. Luzi schärft in seinem Geschäft auch Bohrer. So, und Stechbeitel wäre mal interessant für die Firma, wo die Stechbeitel wirklich grausam aussehen. Und das ist, ein Armutszeugnis. Okay, aber ich weiß auch nicht warum. Wenn ich eine Werkzeugkiste habe, ich meine, ich habe auch eine riesen Zimmermannskiste voll mit Stechbeiteln und Spezialbeiteln und Schnitzmessern, hast du nicht gesehen. Und das Zeug ist Rasiermesser scharf. Das sollte man doch irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht. Traurig. Okay. Danke, Freunde, fürs Zuschauen. Daumen hoch. Wenn ihr das gut findet, die Aktion von mir. Wie gesagt, Geld ist schnell ausgegeben. Ein Geschenk, was man sich an die Wand hängen kann, ist viel wert und wird jahrelang an mich erinnern. Und sagen wir mal so, zur Not kann man damit auch ein Bier öffnen. Oder eine Rechnung öffnen. Tschüss, Freunde.